Und wir blicken an diesem Morgen nach Moskau zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner. Christoph, wir würden aber gerne einmal direkt in die Ukraine blicken, denn das heißt, in Cherson setzen die Ukrainer Putins Truppen jetzt weiter unter Druck. Woran liegt es da? Was hörst du? Also Cherson ist ja eine Provinz, über die wir in den letzten Wochen und Monaten immer nur sporadisch gesprochen haben. Aber da ist es teilweise doch prekär für die russischen Truppen. Da gibt es ja diesen Brückenkopf nahe der Antonowski-Brücke, den die Ukrainer errichtet haben. Das heißt, sie sind mit Kommandoeinheiten auf das Ostufer vorgedrungen. Das Ostufer des Dnjepers wird ja zu einem Großteil von Russland kontrolliert und haben da einen Brückenkopf errichtet mit einigen Dutzend Soldaten, verschanzen sich dann auch unter dieser zerstörten Brücke. Und es ist Russland noch nicht gelungen, diesen Brückenkopf der Ukrainer zu liquidieren. Und das ist tatsächlich ein Problem auch für die Moral der Russen, weil sie es einfach nicht schaffen, die Ukrainer von dieser Antonowski-Brücke zu vertreiben. Jetzt hat man da wohl auch die Taktik etwas geändert von russischer Seite, also Luftangriffe, Artillerieangriffe, die Bodentruppen werden zurückgehalten, um Verluste zu verringern, gehen dann nur in der Nacht vor, um dann verschiedene Verteidigungspositionen zu errichten. Also es ist ein ewiges Hin und Her und bisher nicht erfolgreich für Russland. Und rund um den Dnieper sieht es ja so aus, dass durch den Bruch des Kachowka-Staudammes der Dnieper nicht mehr so viel Wasser trägt, wie er das früher getan hat. Das heißt, das ganze Flussbett trocknet da zumindest teilweise aus. Und das wird für die Ukrainer mit der Zeit, jetzt auch im Sommer und bei der Hitze, wohl einfacher, diesen Fluss bei flachem Wasserstand eben zu überqueren und die russischen Positionen anzugreifen, die eben nicht so gut ausgebaut sind mit Verteidigungslinien wie an anderen Frontabschnitten. Und das kann für Moskau noch sehr, sehr heikel werden. Und darüber wird auch viel Bericht erstattet, dass man da eben von russischer Seite genau hingucken muss, welche Kommandogruppen wo aktiv sind und wo eventuell auch Pontonbrücken verlegt werden können. Also das ist tatsächlich eine Sache, auf die wir genau blicken müssen, alles was augenblicklich in der Provinz Cherson passiert. Christoph, du wirst das weiterhin für uns tun. Vielen Dank nach Moskau.